Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kingston YouTube-Channel. Ich bin's Julian und viele von uns kennen sicherlich die Situation, wenn man wieder auf seiner SD-Karte, seinem USB-Stick oder auf seiner Festplatte wichtige Fotos oder andere Dateien gespeichert hat, passiert gerne mal ein Unglück. Man zerknickt seine SD-Karte, sie wird nass oder sonst was passiert. Und was in diesen Fällen noch so an Daten zu retten ist, möchte ich heute in diesem Video testen. Dafür habe ich jetzt diese USB-Sticks am Start, welche alle verschiedene Eigenschaften haben. Wir haben dabei einmal den wasser- und stoßfesten Data Traveler Elite G2, den ultrakompakten Data Traveler Micro 3.1 und den Data Traveler 100 G3 mit Schiebeklappe. Auf allen USB-Sticks habe ich dabei eine geheime Geheimdatei kopiert, um im Nachhinein einschätzen zu können, ob die Rettung denn geklappt hat. Denn finden wir im Endeffekt die Geheimdatei auf den USB-Sticks wieder, war halt die ganze Geschichte erfolgreich. Und nachdem ich jetzt auf allen USB-Sticks die geheimen Dateien gespeichert habe, ging es auch so richtig zur Sache. Und dabei will ich auch absichtlich ein bisschen unfair bleiben, denn im Endeffekt wollen wir ja möglichst großen Schaden an den USB-Sticks, um halt den Test auch richtig auszureizen. Und somit habe ich den wasser- und stoßfesten Data Traveler Elite G2 natürlich nicht in Wasser gehalten, sondern mit einer Zange so lange in die Mange genommen, bis der vordere USB-Anschluss komplett abgeknickt war. Auf den Data Traveler 100 G3 mit Schiebeklappe habe ich hingegen so lange mit dem Hammer eingeschlagen, bis das Ganze schon sehr ramponiert aussah. Auch der kompakte Data Traveler Micro 3.1 kommt natürlich nicht ungeschoren davon und somit habe ich diesen in kochendem Wasser so richtig eingeheizt. Alle USB-Sticks haben also ganz schön einstecken müssen und damit wir jetzt unsere Geheimdatei wiederfinden können, besuchen wir Experten in Böblingen, die sich auf die Datenrettung spezialisiert haben. Ist angekommen in Böblingen bei der Firma OnTrack, die sich darauf spezialisiert hat, Daten zu retten und sitzt hier auch schon mit einem Experten zusammen und zwar mit Martin Hiller. Herzlich willkommen bei OnTrack. Wir sind die Spezialisten für Datenrettung. Also egal, ob ich jetzt mit einem iPhone herkomme, mit einer SD-Karte, einem USB-Stick, einer Festplatte oder sonst was, ihr könnt da erstmal weiterhelfen. Genau. Also wir versuchen, wenn es defekte Datenträger sind, diese zu reparieren und dann die Daten eben so gut wie es geht auszulesen. Ich hatte jetzt ja schon ein paar USB-Sticks dabei. Ihr habt es schon zu Hause gesehen. Ich habe den ja ein paar Tests unterzogen und jetzt haben wir hier geschaut, was man da noch retten kann. Und der erste USB-Stick war ja derjenige, den ich ins kochende Wasser gelegt habe und da so 2-3 Minuten brodeln lassen habe. Wie ging es da weiter? Konnte man den noch retten? Den haben wir zu 100% wiederherstellen können. Hat gepasst, aber ich war froh, dass es so funktioniert hat. Ja, gerade weil es halt nur in diesem Metallstück dieser ganze USB-Stick sich befindet, wäre es letztendlich schwierig geworden, den noch irgendwie aufzumachen und da Daten zu retten. Deswegen hatten wir Glück, dass es schon so ging. Aber wir hatten ja auch einen etwas schwierigeren Fall und zwar den USB-Stick, den ich mit dem Hammer bearbeitet habe, sagt man mal ganz nett. Ne? Da gab es nämlich so ein paar Komplikationen dann. Den hast du eigentlich schon ganz gut zerstört gehabt. Ja. Also da war das Gehäuse schon von außen deutlich sichtbar demoliert. Leider war der Speicherbaustein, der da drauf verlötet ist, hat auch einen fiesen Schlag abgekriegt und ist gesprungen und also hat einen deutlichen Riss gehabt. Da musste man nicht mal mehr das Mikroskop zur Rate ziehen. Ja. Der war schon so sichtbar. Da ist dann das Problem, dass intern die Leitungen auch durch sind. Da konnten wir jetzt leider keine Datenrettung mehr machen. Genau, die Speichereinheit war quasi in der Mitte durchgerissen und das ist so das Herzstück von jedem USB-Stick und wenn das halt schon beschädigt ist, wird es schwierig. Wenn das nicht gewesen wäre und nur der Controller zum Beispiel getrennt wäre, dann hätte man noch was machen können, aber so ja, konnte man da leider nichts mehr retten, aber das gehört auch dazu. Man kann nicht immer alles retten, ne? Man kann einen Großteil retten, aber es geht halt leider nicht immer. Wir hatten noch einen letzten Fall, und zwar einen USB-Stick, wo ich mit der Zange ganz einfach vorne den USB-Anschluss abgetrennt habe. Und das war auch gar nicht mehr einfach, oder? Ja gut, so wie du das abgetrennt hast, ist nicht ganz realistisch. Ja. Aber da war es jetzt ein bisschen schwieriger, die Platine auszubauen. Das war von der Konstruktion her ein wassergeschützter USB-Stick. Also es war ein bisschen tricky, den auseinanderzubauen. Dann habe ich die Platine in der Hand gehabt, gesehen, dass die Platine selber noch in Ordnung war. Ja, dann habe ich gesehen, dann hast du von einem anderen USB-Stick quasi den Anschluss abgemacht. Ja. Und dann auf dem kaputten USB-Stick, den ich dir mitgebracht habe, quasi angelötet. Ist das richtig? Genau. Und danach eben auch Glück gehabt, dass noch alles funktioniert hat.
ja, jetzt können wir das natürlich unser Geheimnis bewahren. Ne? Das wäre sonst verschollen gegangen. Glück gehabt. Ja, vielen Dank. Auch einmal fürs USB-Sticks reparieren und fürs Interview. Ich muss sagen, es ist echt krass, wie viel man noch aus seinen Speichermedien rausholen kann. Also wenn mal ein Ernstfall besteht, man schlägt natürlich jetzt nicht selber mit dem Hammer auf seinen USB-Stick, aber es kann ja immer mal was passieren. Es ist immer gut zu wissen, dass es dann doch noch Möglichkeiten gibt, gerade wenn man wichtige Dateien auf dem Rechner hat, das Ganze zu retten. Ich würde sagen, wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin, viel Spaß und tschüss!